Yo, hey, was geht? Ich bin Cody und wir sind wieder bei Watch Dogs. Ich bin schon zur nächsten Mission hingefahren oder gelaufen, wie auch immer. Ups, jetzt habe ich einmal kurz die Maus berührt. So, hier sind wieder die Gangster-Rapper unterwegs. Und ich habe noch kurz meinen Vibrationskack am Handy ausgeschalten. Deswegen ein kleiner verzögerter Start. So, wir müssen uns jetzt irgendwie Zutritt zu Bad Bugs Wohnung verschaffen. Wie genau wir das machen? Keine Ahnung. Irgendwo hier muss was sein. Da ist auf jeden Fall eine Kamera. Vielleicht können wir mit der Kamera arbeiten. Irgendwas wollte ich angesprochen haben, aber was war das nochmal? Ja gut, jetzt habe ich das natürlich alles vergessen. Aber auf jeden Fall habe ich auch vor, auf Twitter wieder aktiver zu werden. Das heißt, wenn ihr da noch nicht seid, wäre es cool, wenn ihr euch da irgendwie, keine Ahnung, mal anmeldet oder so. Ich weiß jetzt gar nicht, was die Wohnung ist, wo wir rein müssen. Das ist halt nicht von Vorteil. Hier sind auf jeden Fall Eindringen. Ich glaube, ich habe es gefunden. What the fuck? Euer Ernst? So, warte mal. Vielleicht sollten wir uns das vorher mal angucken. So, das hier. Dahin leiten, dann das hier. Sobald ich das da hinten umdrehe, wird es, glaube ich, brenzlig. So, wir leiten das erstmal alles natürlich. Kriegt ihr das dann? Ich weiß es nicht. Wenn ich das jetzt hier rumleite. Irgendwie muss das ja. Verdammt. Wir probieren es einfach aus. Ich hoffe, dass es funktioniert. Ah, warte mal. Wir machen das am besten so. Dann dürfte es klappen, glaube ich. So, jetzt dürfen wir das hier knacken. Ach, wir haben sogar keine Zeitbegrenzung, das ist gut. Und jetzt machen wir... Da muss noch einer auf jeden Fall nach oben. So, das nach oben. So, du kannst das dahin leiten. Wie kriegen wir denn jetzt da unten noch was hin? Ist das richtig, wenn... So, jetzt haben wir das da. Das einmal umdrehen. Dann können wir das nächste knacken. Und jetzt müssen wir das eigentlich nur noch geradeaus durchleiten, oder? Ne, von unten muss auch noch was kommen, okay. Das schaffen wir hiermit. Und dann ist es auch schon geknackt. Perfekt. Arbeit, Kramer, Arbeit. Du hast einen Job. Warum sagst du das so nicht? Ist es nicht, Kramer. Job für Tyrone ist ein Job für Bad Book. Ach bitte, Grandma. Bad Book bedeutet doch nicht mal was. Doch, tut es. Das heißt, ich bin ein Player. Ein was? Ein Bad Bug kommt bei jeder Frau ins Bett. Das ist widerlich. Och, so hab ich dich aber nicht erzogen. Ja, bin auf dem Weg. Ich muss jetzt los, Grandma. Hab dich lieb! Ja, ich hab dich auch lieb. Obwohl du so ein Idiot bist. Was war das denn bitte schön für eine Synchronsprecherin? Du Dreck am Stecken hast. Haben wir irgendwo ein Fahrzeug? Wirst du es nicht kommen sehen. Wird alles gut, wirst du es nicht kommen sehen. So, wir müssen ihn auf jeden Fall jetzt beschatten. Schnappen wir uns doch... Wie wurde ich denn jetzt bitte entdeckt? Der hat kein bisschen hinten geguckt und die im Auto haben mich auch nicht gesehen eigentlich, oder? Aber auf jeden Fall machen wir mit den Hauptmissionen weiter, so wie wir es gerade in der letzten Zeit sowieso die ganze Zeit machen. Und wenn wir mal sehen, was wir machen können, wie ihn beschatten. Mal sehen, ob du Dreck am Stecken hast. Da kommt er jetzt und ich glaube, das Auto, das steht extra für uns da. Wirst du es nicht kommen sehen. Er wird es sowieso nicht kommen sehen, so. Und das war dumm. Okay. So. Und hinterher. Wir müssen ja nur beschatten. Wir müssen ihn nicht besiegen oder sowas. Da, da, da. Schön langsam hinterherfahren. Wir haben ja die Karte. Also legst du ein gutes Wort für mich ein? Wie langsam fährt denn der?
Wir hören einfach mal zu. Ich will was zu sagen haben. Komm schon. Ich hab deinen Arsch überall hingefahren. Und immer pünktlich, Bi. Hab dich nie hängen lassen. Nicht einmal, Mann. Stimmt. Stimmt. Aber darum will ich, dass du bleibst, wo du bist. Jetzt hör mal. Ehrlich. Wenn du aufsteigen willst. Ich soll eigentlich nichts sagen, aber Iraq hat Truppen zum Parker Square bewegt. Ich rede mit ihm. Vielleicht nimmt er dich rein. Scheiße, Bi. Ich glaube, da dürfen wir nicht reinfahren. Das ist natürlich jetzt super gelaufen. Scheiße, das müssen wir auf jeden Fall nochmal versuchen. Aber ich habe auch mein Mikrofon jetzt ein bisschen umgestellt. Also ich habe ja gemerkt, dass ich in den letzten Parts ein wenig übersteuert habe. Und hoffe, dass das jetzt einfach ein bisschen besser ist. Warum bleiben die denn stehen, in die Scheiße? Ach, da ist ein Auto. Wie machen wir das denn, wenn wir da gleich nicht durchfahren dürfen? Müssen wir da also drum fahren? Wir bleiben einfach mal so auf 60 Meter. Hab dich nie hängen lassen, nicht einmal, Mann. Stimmt, stimmt, aber darum will ich, dass du bleibst, wo du bist. 50, 60 Meter, sagen wir einfach mal. Jetzt hör mal, ehrlich. Fahr! Wenn du aufsteigen willst. Ich soll eigentlich nichts sagen, aber Iraq hat Truppen zum Parker Square bewegt. Ich rede mit ihm. Vielleicht nimmt er dich rein. Scheiße, B, nicht so laut. Fuck, Mann, erwarten die Stress? Sieht aus, als ob Iraq hier alles dicht macht. Fahren wir einfach mal hier lang. Was sind wir? Babysitter? Soldaten, Bruder. Weißt du noch, als Fly und seine Jungs verschwunden sind? Auf jeden Fall dranbleiben. Und Iraq hat sie selbst erledigt. Ich weiß, dass du nicht geholfen hast. Bitte fahrt jetzt nicht hier rein. Das ist auch nicht so laut, Bi. Du weißt, dein Cousin hat Schiss, dass der Mist auf ihn zurückfällt. Ich sag, was ich will. Aber wenn die jetzt hier rechts lang fahren, dann kann ich aber Rückwärtsgang Turbo einlegen. Da. Damit kann ich ihn erpressen. Wenn Iraq davon Wind bekommt, dann wird Bedburg auf einer Müllkippe landen. Perfekt. Hat wohl ganz gut geklappt. Wir haben unsere Information. Ja, chill. Ist doch nichts passiert. So, die stehen da jetzt. Steigen aus oder was machen die da? Ja, fahren weiter. Alter, wie fahren die denn? Danke, Mann. Pass auf dich auf. Wie immer, B. Jetzt sollte ich vielleicht aussteigen. Beobachten. Was macht der da? Auf jeden Fall hat er eine Waffe. Das wird er so absperren. Da könnten wir gleich selbst die Bullen rufen. Ach, die fahren ja nicht raus. Nicht mehr. Denen ist das Viertel doch scheißegal. Fuck it! Was steht denn da einer? Euer Ernst jetzt? Ehrlich? Nein, ey. Das ist natürlich jetzt top gelaufen. Den wir nochmal versuchen. Wo starten wir denn? Das wird also absperren. Ah, gut. Einen Schritt haben wir schon mal geschafft. Das ist super. Ich dachte, wir müssen jetzt alles nochmal neu machen. Das wäre ja richtig scheiße gewesen. Ich sehe so. Wir wollen es nicht. Es gehört uns. Jetzt sind ja, komm, lauf. Du hast das Recht, mir eine zu blasen. Mann, du bist irre. Du hast das Recht, die scheiß Klappe zu halten, Ficker. Wie komme ich denn jetzt an den vorbei? Jetzt irgendwie weiter. Ja. Das klappt bisher ganz gut. Ah, ja, geil. Hast du die Karten? Klar, B. Den Nummern auch? Ja, sind drin. Und Irex-Anteil? Mach dir keine Sorgen um den. Sorg dich um mich.
Okay, das hat auch geklappt. Scheiße, wie kommen wir da dran vorbei? Fuck. Boah, hier sind auch überall Leute. Was geht, wie ist? Kann ich mal zu Lil Juice? Big B. Allein. Noch ein Wunsch? Leck mich, Mann! Ach, sind da Kameras. Fuck. Was meinst du? Riechen die irgendwas? Nein, und anscheinend vertraut der kleine Rack nicht mehr. Gut. Die Geschäfte machen sie bald mit mir. Wenn ich das Sagen hab, werde ich dich nicht vergessen. Fuck, dreh dich nicht um. Bitte. Oh mein Gott, er kommt. Er kommt. Wow. Mein Gott, das ist aber auch sehr kompliziert hier gerade. Komm, nimm deine... Wir müssen auf jeden Fall dranbleiben. Steht schon mal fest. So. Warte. Können wir die Kameras nutzen? Nein! Ach, dein Ernst? Können wir da vielleicht komplett mit den Kameras durchgehen? Das wäre ja eine super Lösung. Müssen wir dann selber durchlaufen? Ah, sehr, sehr, sehr. Das wird so absperren. Da könnten wir gleich selbst die Bullen rufen. Ach, die fahren hier nicht raus. Nicht mehr. Denen ist das Viertel doch scheißegal. Ah, schon scheiße. Da ist eine Kamera. Okay, da ist er. Ich glaube, wir können das wirklich schaffen mit den Kameras. Zumindest läuft es jetzt gerade noch sehr gut. Der geht ja jetzt zu dem Typen dahin, ne? Mhm. Ja, das läuft ganz gut. Ich glaube, das ist der Plan. Der Plan, der funktioniert. Puh, Mitglied von Bad Bugs Crew 40. Und vor seiner Mama abgeknallt. Hast du die Karten? Klar, B. Den Nummern auch? Ja, sind drin. Klar, B. Mach dir keine Sorgen um den. Sorg dich um mich. Ah, geil. Ach, da ist er schon. Darf nur nichts Falsches aktivieren, das wäre sehr schlecht. Yo, Achtung! Big B im Anmarsch! Was geht, wie ist? Die sind alle so cool. Ja, das haben wir alle schon gehört, hier von Jennings, Travis. Und, wie heißt der andere? Young Dean. Dane, Dune. Ja, aber einen coolen Pullover an der Tür, ne? Scheiß Skelett-Kack da. Hoffen wir einfach mal, dass da hinten jetzt keiner an der Straße vorbeiläuft. So, du gehst jetzt darüber, hast du gesagt, ne? Top, dann komm mal. Also das ist echt ein cooles Feature von diesem Spiel. Was hat er denn da an der Hand? Ist das ein hässlicher Kackring? Oh Mann. Du hast ja Style, Kollege. Merkt auch gar nicht, dass die Kameras ihn beobachten. Dass sie überhaupt Kameras haben, ne? Dann auch noch so viel. Da-da-da. Ganze Gangster, die einen abknallen würden hier, ey. Schrecklich. Na dann beweg doch mal deinen fetten Arsch, Mann. Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn da im Auto? Dann hätte ich mir was holen können. Weil nicht, der steckt jetzt ins Auto. Rabbit, was geht? Okay. Ich hab was Interessantes für dich. Vertrau mir. Dann erzähl mal. Nicht hier, B. Treffen wir uns. Hast du Cash dabei? Immer. Warum? Na, das wird dich was kosten. Das ist es wert. Ehrlich. Das werden wir ja sehen. Okay, jetzt wird er wahrscheinlich fahren, oder?
Wird er sich jetzt verpissen? Müssen wir noch weiter hinterherfahren? Ich weiß es nicht. Geht er erstmal zu denen hier und redet mit denen, oder was? Wir haben eine große Crew hier. Verdammt, was geht ab? Nichts, Bee. Wir spielen nur. Ja, das sehe ich. Ihr sollt aber perfekt nochmal aufpassen. Das sollt ihr eigentlich... Spielen? Tun. Soll ich Iraq anrufen und ihm sagen, dass ihr Idioten vielleicht jemanden reingelassen habt? Ist aber keiner rein, Bee. Die ganze Crew ist draußen. Ist alles dicht. Wer besser? Wer besser? Mit Hilfe der Kameras. Ja. Da ist eine Kamera. Aber ich kann sie nicht nehmen. Doch jetzt. Okay. Sprich. Wow, das war knapp. 500 für die Info. Was verdammt weißt du, dass so viel wert sein soll? Weil du nicht mehr viel Zeit hast, wenn du mich nicht bezahlst, B. Versuchst du mir zu drohen? Aber nicht mit mir, Mann. Glaubst du, dass Iraq nichts davon erfährt? Scheiße. Nicht mit dir, Mann. Ach, wir müssen da hin. Ich kann nicht abbrechen. Iraq? Im Ernst? Iraq ist ein verficktes Problem. Ich okay, kann nicht abbrechen. Okay. Erzähl mir, was du weißt. Ich komme hier aus der Kamera raus. Ist ganz simpel. Die werden dich okay, wir können nur zugucken. Rufen, und da wirst du dann umgelegt. Das ist doch scheiße, Mann. Wow, hey, hey. Was machst du denn, Mann? Ich kann hier nicht aus der Kamera raus. Was soll ich machen? Ich kann sie jetzt noch nicht mal mehr bewegen. Ah, okay. Meine Fresse. Rufen Sie Rabbit an. Ja, ich würde gerne mal die Kamera hier verlassen. Geht ja gerade nicht. Ich komme hier einfach nicht weg. Warum komme ich denn hier nicht weg aus den Kameras? Muss ich jetzt hier, durch jede einzelne kleine Kamera? Ist doch nicht euer Ernst. Was ist das denn hier? So, das kann ich drücken. Top. Ich komme nicht raus. Irgendwo hier sitze ich doch. Ist das normal, dass man die Kamera nicht verlassen kann, Leute? Start. Ich kann hier nicht weg. Ich kann die Kamera nicht verlassen. Och, Leute, was ist das denn schon wieder hier? Wie ist denn das bitte programmiert? Wenn ich teils einfach nicht mehr aus mit der Mission weitermachen kann, weil der Scheiß hier einfach buggt oder so. Fortsetzen. Ja, ich will jetzt nicht abbrechen. Och Leute, was soll ich denn jetzt tun? Wir haben ja schon wieder 18 Minuten und ich kann einfach nichts machen. Gut. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Gucken, ob ich das noch geschissen bekomme. Wenn nicht, dann darf ich das Ganze nochmal spielen. Und ja, hoffentlich hattet ihr Spaß. Lasst eine Bewertung da. Ich war sehr ruhig, ich weiß, weil es einfach auch so viel zu hören gab. Ja, egal. Bis dann.